Hallo ihr Lieben, heute basteln wir diese coole Adventskalenderkarte mit einem kleinen fahrenden Automechanismus. Außerdem benutze ich einmal Fluffy Stuff, um eben hier so tollen Schneeeffekt zu erzielen. Und wenn du wissen willst, wie das funktioniert, dann bleib dran, wir legen sofort los. Als erstes brauchen wir einen Kartenrolling in DIN-Lang. In meinem Fall ist das hier 21 cm mal 10 cm. Es gibt die auch in 10,5 cm, also 21 mal 10,5. Ich habe mal so ein Packen fertige Rohlinge gekauft und die sind eben 10 cm. Deswegen in diesem Fall gebe ich euch die Maße. Dann habe ich mir aus dem Designpapier ein Stück ausgeschnitten. Ich zeige euch das einmal. Und zwar ist es dieses hier. Das ist die Weihnachtsschneetanne. Und da habe ich mir den oberen Teil einmal zurechtgeschnitten. Hier mit den Rehen drauf. Und zwar auch in 21 mal 10 cm und dann habe ich jeweils so einen Millimeter abgeschnitten, damit sich das hier auf meinen Kartenrolling richtig schön auflegen kann. Und dann habe ich hier einmal die Adventskalenderstanze schon aufgeklebt. Wichtig ist hier, die schneidet hier und hier nicht ein, sondern nur hier unten und prägt die Zahlen in das Designpapier. Das kurbel ich jetzt einmal durch meine Stanzmaschine und dann geht es weiter mit dem nächsten Schritt. Das ist jetzt einmal durch die Stanzmaschine gelaufen und ich ziehe hier vorsichtig einmal das Tape ab. Und jetzt könnt ihr sehen, dass es mir hier den Adventskalender einmal eingestanzt hat. Und das hier brauchen wir gleich. Und geprägt. Aber damit man die Zahlen hier gut sehen kann, werde ich jetzt hier noch einmal einen schwarzen Streifen hinterkleben. Dann kann man die einfach besser sehen. Mein Streifen ist jetzt in etwa so lang wie die Karte, also circa 21 cm, ein bisschen kürzer und ungefähr 1 cm dick. Jetzt drehe ich mir das Ganze rum und klebe mir den schwarzen Streifen einmal auf. Dazu nehme ich jetzt einmal Flüssigkleber und gehe hier so vorsichtig einmal drumherum. So. Ihr könnt auch noch mal einmal so zwischen die Buchstaben, zwischen die Zahlen hier gehen. So, aber das langt schon. Und dann klebe ich den Streifen einmal fest. Wichtig ist jetzt, dass ihr natürlich nicht den ganzen Streifen hier wieder festklebt, also über diese Aussparung. Die muss bitte noch bleiben, sondern wirklich nur hinter die Zahlen. Und wenn ich das Ganze jetzt rumdrehe, seht ihr, dass man die Zahlen nochmal viel deutlicher erkennen kann. Als nächstes kümmern wir uns um den Mechanismus und da habe ich hier auch schon mal die ganzen Teilchen zugeschnitten. Wir haben hier einmal den Mechanismus und dann gibt es diese ganzen Teile hier, mit denen ihr den Mechanismus noch dekorieren könnt. Ich habe das hier in so einem Rotglitzer ausgestanzt und einmal in Grünglitzer, ein Häuschen, ein Stern. Ich nehme aber hier das kleine Auto. Die zwei packe ich mal beiseite und in dieser Banderole, nenne ich sie jetzt mal, sind schon zwei Falzlinien vorgefalzt und die könnt ihr jetzt einfach vorsichtig knicken an der Falzung entlang. Ich nehme hier mein Falzbein zur Hilfe und knicke mir die einmal nach hinten um. Auch hier an der Falzlinie entlang knicke ich mir das nach hinten um. Und jetzt macht ihr Folgendes. Die sind so konzipiert, dass sie sich überlappen. Also egal, wie rum ihr das macht, die überlappen sich. Und genau das wollt ihr jetzt auch einmal haben. Ihr legt es um eure Karte herum, dass hier wie so ein kleines Guckfenster entsteht.
Hier hinten kann man es jetzt noch besser sehen. Ich habe mir das also einmal umgewickelt. Wichtig, nicht jetzt hier an der Lasche festkleben, sondern ihr klappt jetzt eins um. Darauf bringt ihr ein bisschen Kleber an. Achtung, dass nichts rausquillt. Und klappt die zweite Lasche um. Einmal andrücken. Und jetzt ist euer Schiebemechanismus fertig und ihr könnt immer auf die jeweilige Zahl schieben. Um das Ganze jetzt noch ein bisschen schöner zu dekorieren, nehme ich mir jetzt hier einmal das kleine Auto und das mache ich aber hier und trage auch hier vorsichtig um den Kreis herum ein bisschen Kleber auf. Auch hier soll bitte nichts rausquillen. Und darauf setze ich mir jetzt genau das kleine Auto. Und das kann jetzt hier wunderbar fahren. Und auf das Dach, da dekoriere ich mir jetzt einmal hier das Bäumchen. Ich trage also auch nur hier unten ein bisschen Kleber auf und dekoriere mir das hier einmal auf das Dach. Und jetzt fährt mein kleines Auto mit der Tanne auf dem Dach durch die Winterlandschaft. Das Ganze kann ich jetzt auf meine Karte aufkleben und auch hier denkt bitte wieder dran, ihr dürft nicht den Streifen hier festkleben, weil ansonsten kann sich die Banderole nicht mehr verschieben, sondern ihr tragt bitte nur Kleber drumherum auf den Rand. Ich habe hier unten noch so einen feinen Rand, den möchte ich natürlich festkleben an der Seite. Und hier kann ich natürlich Kleber auftragen. Und das klebe ich mir jetzt auf mein Kartenrolling auf. Mit Flüssigkleber kann ich hier immer noch so ein bisschen schieben. Und fertig ist meine kleine Adventskalenderkarte. Und hier könnten wir bei der 1 anfangen. Und je weiter man fortschreitet, desto weiter lässt sich auch das kleine Auto schieben, bis wir irgendwann am 24. angekommen sind. Als letzten kleinen Clou nehme ich mir hier noch Fluffy Stuff von Cosmic Shimmer. Das ist eine Schneepaste. Im Gegensatz aber zu dem Snow Effekt ist die am Anfang sehr flüssig und ihr braucht eine Heatgun dazu, ein Heißluftföhn. Und ich gehe jetzt hier ein bisschen über den Schnee auf den Bäumen, wirklich aber nur mit einer ganz dünnen Schicht. Gehe hier so ein bisschen auf die Bäume. Noch sieht man das überhaupt gar nicht. Mit so ein bisschen Schnee hier. Ja, ich glaube, ich bleibe tatsächlich hier bei den Tannen, dass nur hier auf der Karte was los ist. Hier noch so ein bisschen. Ja, das reicht mir schon. Das hier gefällt mir gerade nicht so sehr. Das nehme ich mir jetzt einmal noch mal geschwind weg mit einem Tuch. Solange das hier noch nicht getrocknet ist, ist das auch kein Problem. Jetzt gehe ich hier noch mal so ein bisschen drauf, so.
Und die Magie passiert jetzt, wenn ich das Ganze mit meinem Heißluftföhn anföhne. Da ich meine Karte aber schon geklebt habe, lasse ich meinen Föhn jetzt einmal gut warm werden und gehe dann erst über die Fluffy Paste drüber, bis sie sich so richtig schön aufplustert. Und das versuche ich jetzt einmal für euch in der Kamera einzufangen. Schaut mal, wie cool sich das aufgeplustert hat. Das ist so richtig toller, fluffiger Schnee geworden. Ich hoffe, die Kamera kann das für euch einfangen. Das ist richtig, richtig toll. Ich mag diese Fluffy-Paste total gerne. Die verleiht der Karte jetzt noch den letzten Schliff. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich konnte euch ein kleines Tutorial dazu geben, wie ihr die neue Adventskalenderstanze von Charlie und Paulchen benutzen könnt. Ich wünsche euch auf jeden Fall, bis wir uns wiedersehen, eine gute und kreative Zeit. Macht's gut und bis bald. Tschüss!